Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gemeinsam mit der Karl-Hamann-Stiftung für liberale Politik im Land Brandenburg durchführt. Die heutige Diskussion ist Teil der Fortschrittsinitiative der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Fortschrittsinitiative Zukunft gestalten ist in diesem Jahr ausgerufen worden, um gemeinsam mit Ihnen all die Möglichkeiten durchzudenken, die uns zum Erhalt von Freiheit und Wohlstand zur Verfügung stehen. Zum Fortschritt gehört Reflexion, ein kritisches Überdenken des eigenen Handelns und immer die Bereitschaft zum Umdenken. Wir wären heute Abend nicht hier, wenn es nicht schon immer Menschen gegeben hätte, die ihren Mut zum Denken genutzt hätten. Hoffnung und Optimismus sind hier meine Stichworte, nicht Zaudern und Ängste. Als mündige Bürger sind wir verpflichtet und haben das Privileg, uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Hier ist auch die Politik gefragt. Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen durch exzellente Bildung, Chancengleichheit für alle und durch Förderung und Wettbewerb bei den großen Forschungseinrichtungen. Denn zum Fortschritt gehört, das verwundert nicht, die Forschung. Egal ob in der Medizin, in den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften oder, und jetzt komme ich zum heutigen Abend, in der Geophysik, im Ingenieurswesen und in der Ökonomie. Deutschland braucht die Spitzenforschung und muss hierfür ein offenes und mutiges Klima schaffen. Fracking, die Gewinnung von Erdgas aus tieferen Gesteinsschichten. Das Wort selbst ist schon unschön. Es kommt aus dem Englischen to fracture, aufbrechen, und klingt derb, gewaltsam und irgendwie auch schmerzhaft. In den USA gehört Fracking inzwischen zum Alltag und hat die Energiepreise um ein Vielfaches gesenkt. In Europa und vor allen Dingen in Deutschland ist das Verfahren jedoch äußerst umstritten. Und ich kenne keine Diskussion, die nicht mit aufbrausenden Emotionen endet. Eine eindeutige, verlässliche Regelung ist weder in der EU noch in der Regierung auf absehbare Zeit zu erwarten. Für den Moment scheint Fracking vom Tisch zu sein. Die Fracture, der schmerzhafte Bruch, findet zurzeit also hauptsächlich bei der Suche nach einem Konsens statt. Es heißt, dass in etwa 11 Jahren die konventionell geförderten Erdgasreserven in Deutschland erschöpft sein sollen. Gefördert würde aber schon längst jetzt nicht alles, was ginge. Unser Erdgas kommt zu einem großen Teil aus Russland und aus anderen Ländern. Das schafft wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten und Unwägbarkeiten, die in der Form nicht gewollt sind. Die polnische Bevölkerung sprach sich bei einer von der EU beauftragten Umfrage neulich zu einem großen Teil aus diesem Grund für das Fracking aus. Hierzulande überwiegen hingegen die Bedenken der Umweltschützer. Fracking kann Erdbeben verursachen, es gefährdet massiv das Trinkwasser und erhöht den CO2-Ausstoß. Aber könnte Fracking nicht die vielgesuchte Übergangslösung auf dem Weg zur Energiewende sein? Wie begegnet die Wissenschaft dieser doch weitgehend ideologisch geführten Debatte? Und ist ein umweltverträgliches Fracking vielleicht doch vorstellbar? Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste auf dem Podium. Ich habe gerade erfahren, dass die ausführlichere Vorstellung gleich noch auf dem Podium selber stattfindet. Das heißt, ich sage Ihnen nur ganz kurz, ich begrüße Herrn Dr. Ingo Kapp. Herr Kapp gehört dem wissenschaftlichen Vorstandsbereich des Deutschen Geoforschungszentrums im Helmholtz-Zentrum in Potsdam an. Ich begrüße Herrn Ulf Sieberg. Herr Sieberg ist Referent für Energieeffizienz und Gebäudesanierung des NABU, des Naturschutzbundes Deutschland. Ich begrüße außen Herrn Professor Dr. Martin Neumann. Herr Neumann ist Ingenieur und hat eine Professur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seit 2009 gehört Herr Neumann dem Bundestag an. Er ist dort forschungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und ich gebe jetzt das Wort an meinen Kollegen, Herrn Steffen Hendrich. Herr Hendrich ist Referent beim Liberalen Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung und dort zuständig für Umwelt-, Energie- und Verbraucherschutzpolitik. Bitte schön, Herr Hendrich. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe die angenehme Aufgabe, nochmal unsere Diskutanten etwas näher vorzustellen. Zu meiner Linken sitzt Professor Dr. Ingenieur Martin Neumann. Er ist
Bundestags, wie Sie jetzt eben schon gehört haben, der FDP. Er ist gebürtiger Spreewälder aus Vetschau, studierte dort an der TU Dresden technische Gebäudeausrüstung, hat lange Jahre als Stadtbaudirektor von Lübbenau war er tätig, danach selbstständiger Ingenieur und öffentlich bestellter Sachverständiger für Haustechnik, Wärme, Kälte und Schallschutz. Und danach hat er eine akademische Karriere eingeschlagen, war Lehraufbeauftragter für Versorgungstechnik und technische Gebäudeausrüstung und hat einen Lehrstuhl inne für technische Gebäudeausrüstung an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Derzeit ist er eben Bundestagsabgeordneter und forschungspolitischer Sprecher und Berichterstattung für Hochschulpolitik und Technikfolgeabschätzung. Das macht es auch, was ihn insbesondere zum Experten für unser heutiges Thema macht. Und wir hoffen, dass er uns da auch mal etwas zu der Position der Bundesregierung zum Thema Fracking sagen kann, dass er seine Position auch eben aus Perspektive der FDP darstellt und vielleicht auch ein bisschen Einblicke gibt in das, was das Spannungsfeld in der Politik derzeitig ausmacht und was wir in der Zukunft zu erwarten haben. Zu meiner Linken sitzt Herr Ulf Sieberg. Er ist studierter Sport-, Kultur- und Politikwissenschaftler und derzeit macht er auch noch einen Abschluss in Umweltwissenschaften an der Fernuniversität Hagen. Ist schon zu Studienzeiten umweltpolitisch und aktiv gewesen und war nach dem Studium mehrere Jahre Referent für Klimapolitik beim Berliner Landesverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Heute ist er Referent für Energieeffizienz und Gebäudesanierung beim Naturschutzbund Deutschland und auch eben für umwelt- und naturschutzrelevante Fragen der Exploration und Förderung von Schiefergas zuständig beim NABU. Das heißt also, er ist eben aus der Perspektive des Umweltschutzes ein Experte heute Abend. Ganz rechts sitzt Herr Dr. Ingo Kapp vom Geoforschungszentrum Potsdam. Er ist studierter Physiker, hat an der Lomonossow-Universität in Moskau und der Universität Jena studiert in den 70er Jahren, danach jahrelang Forschungstätigkeiten im Bereich der Seismologie und Geophysik ausgeführt und ist heute Leiter der Stabsstelle für Technologietransfer und Management des Intellectual Property. Und was insbesondere ihn zum Experten für unseren heutigen Abend macht, er koordiniert das Expertennetzwerk Shale Gas Information Platform SHIP, das von sich selbst sagt, im oft schwer überschaubaren Spektrum der Meinungen liefert die Shale Gas Information Platform SHIP die wissenschaftliche Sichtweise auf die technischen und umweltrelevanten Aspekte von Schiefergas. SHIP präsentiert und diskutiert die vorhandenen Erkenntnisse über die ökologischen Herausforderungen und potenziellen Umweltrisiken. Das heißt also, da werden wir heute auch einiges aus der Richtung der Wissenschaft, wie ist der Stand der Forschung, zu hören bekommen. Ich würde zunächst erstmal unsere drei Diskutanten bitten, so einen kurzen Impuls zu geben, was die Förderung des Schiefergases relevanten Fragen betrifft und ich gebe dem Herrn Neumann die Gelegenheit, da mal anzufangen und gebe dann weiter in die Runde. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, und schön, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, also heute Abend an dieser Diskussionsrunde hier auch teilnehmen. Ich bin, wie gesagt, Mitglied im Bildungs- und Forschungsausschuss und das Thema Fracking ist ja ein Thema, was in den letzten Wochen, Monaten eine breite Diskussion in den Reihen des Deutschen Bundestages erfahren hat, aber überwiegend erstmal im Bereich der Umweltpolitiker. Als Forschungspolitiker sind wir ja diejenigen, die jetzt versuchen, auch das Instrumentarium der Forschungspolitik und auch die Technikfolgenabschätzung ist ja gesagt worden, auch die, das, was sozusagen politisch und auch in der Frage der Bewertung an Positionen möglicherweise dort auch zu diskutieren und auch zu verantworten geht, soweit ging die Diskussion gar nicht. Das heißt, der Prozess ist ja im Gange. Wir haben uns aus meiner Sicht
bis dato auf Kompromisse geeinigt. Ich will vielleicht mal so in 6 Punkten ganz kurz, damit wir genügend Zeit zum Diskutieren haben, in wenigen Punkten mal sagen, wo wir da gegenwärtig stehen und wo möglicherweise dann auch die Perspektive für die weitere Diskussion sich darstellt. Also, erster Punkt, wir haben ein grundsätzliches Interesse, also die FDP-Bundestagsfraktion, auch in der Koalition ist darüber diskutiert worden, am Einsatz, und so nennt sich das in der Fachsprache, am hydraulischen Förderverfahren, Fracking genannt, was es in Deutschland geben könnte. Es ist in der Tat ein gesamtgesellschaftliches Interesse, zumindest am Gelingen auch der Energiewende, und die Frage, welche Energieträger wir für die weitere Lösung der Energiefragen auch der Zukunft in die nähere Diskussion geben, das hängt zum großen Teil auch damit zusammen, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Wir gehen davon aus, und das will ich an der Stelle ganz zu Beginn auch sagen, Ängste und Bedenken und alles, was da auch in der Diskussion stattfindet, werden sehr ernst genommen. Und es gibt deshalb, weil es auch diese Ängste und diese Diskussionen und diese Bedenken gibt, gibt es für uns ganz klare Bedingungen. Also, da geht es erstmal um das Thema bestehende Nutzungsrechte. Das ist ein ganz wichtiges Element in der Diskussion. Das Thema Ausschluss von Wasserschutzgebieten und Mineralbrunnen. Auch da fanden ja tiefgreifende Diskussionen statt. Also das heißt, das ganze Thema, der ganze Komplex Wasserschutzgebiete ist für uns insofern auch auf eine Frage des Monitorings und der Überwachung natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Als Forschungspolitiker muss ich immer wieder sagen, wir sind ja oftmals in einer Diskussion, ich habe es bei anderen Themen, ich will das jetzt nicht überlenken, aber wenn ich an die Frage CCS denke, egal welches Thema, wir haben oftmals, ich saß oft auch auf Podien dieser Art, wo dann in der Diskussion heraus Dinge formuliert wurden, die man aber erst haben kann oder wissen kann, wenn man Forschung, wenn man Entwicklungen durchgeführt hat. Das sind manchmal auch vorgegriffene Argumente gewesen, die mich etwas überrascht haben und natürlich auch erschreckt haben, dass dann am Ende so ein Mainstream entstanden ist, der eigentlich sachliche und notwendige Diskussionen und Forschungen, ich will nicht sagen verhindert, aber zumindest erschwert. Zweiter Punkt, wir haben das ganze Thema, da sind wir ja in Deutschland zumindest nicht Entwicklungsland, das ganze Thema Umweltverträglichkeit. Da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die durchzuführen sind, die man also berücksichtigen muss und die natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen müssen. Darüber muss man sich natürlich auch im praktischen Verfahren dann verständigen. Dritter Punkt, Zusammenarbeit mit den Ländern. Wir wissen, viele Themen, die wir heute im föderalen System dieser Republik diskutieren, machen nicht an Ländergrenzen halt. Heute Morgen haben wir im Deutschen Bundestag ein Gesetz für die Aufbauhilfe zum Thema Hochwasser besprochen. Auch da war ganz klar Tenor, das ist jetzt nicht eine Sache eines Landes, sondern wir fangen an, beispielsweise Hochwasser in Tschechien oder in Polen, wo auch immer, um letztendlich eine gesamtnationale europäische Diskussion zu machen. Vierter Punkt, wir wollen letztendlich, und das ist Position der Bundestagsfraktion, es gibt einen Beschluss, einen unterirdischen Raumplan zügig umzusetzen und damit natürlich die Erkundung potenzieller Lagerstätten, insbesondere durch den Einsatz, ich nenne es jetzt mal geologischer Messverfahren und Bohrkern voranzutreiben. Das ist also auch eine Position, die wir politisch so ernst meinen. Fünfter Punkt vielleicht, das Thema Einvernehmen mit den Wasserbehörden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das immer wieder auch durchsickert in der Diskussion und letztendlich natürlich dann zur Lösung führt. Zum Schluss vielleicht noch zwei Bemerkungen. Erstens, wir wollen keine europaweite Fracking-Regelung. Keine europaweite. Warum? Weil das natürlich auch ganz besondere Bedingungen erfordert, die natürlich auch in der Form nicht europaweit möglich sind. Wir wollen ein Fracking-Gesetz-Moratorium bis nach der jetzt vor uns stehenden Bundestagswahl wollen wir nicht, sondern wir wollen so schnell wie möglich ein Gesetz verabschieden und wir wollen letztendlich auch, und das muss man glaube ich auch dann zum Schutz oder überhaupt unter dem Aspekt der Bedenken und der Ängste, die ja bestehen, und da braucht man
ganz nahe Diskussionen wirklich auf möglichst gleicher Augenhöhe, das betone ich, also auch verständliche Diskussionen. Das haben wir oftmals, dass wir Diskussionsprozesse haben, wo Menschen dann nicht mehr verstehen, weil es ja auch komplexe und komplizierte Verfahren sind. Das heißt, das Thema Schutz des Grundwassers und der überhaupt ja, Grundwasser und Trinkwasser hat oberste Priorität. Soweit vielleicht mal die Position, die wir bis dato, und ich sage mal, die Diskussion ist ja nicht abgeschlossen. Der Forschungsausschuss hat ja, wie gesagt, nur am Rande drüber gesprochen. Das war also bis dato, wie gesagt, Sache, zum großen Teil Sache der Umweltpolitik. Aber wir können ja in der weiteren Diskussion, glaube ich, das eine oder andere noch vertiefen. Soweit vielleicht aus meiner Sicht die Position. Herr Siebeck, was sagen die Umweltverbände der NABU ganz konkret zu der politischen Situation, auch zu der Einschätzung, die Herr Neumann gegeben hat? Da können Sie vielleicht mal einen Impuls geben, um die andere Perspektive. Ja, erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Frage. Ich vertrete den Naturschutzbund Deutschland, ich vertrete jetzt nicht die Umweltverbände. Auch innerhalb der Umweltverbände gibt es ein sehr heterogenes Meinungsbild zu der Thematik. Es gibt natürlich sehr viele Bürgerinitiativen im ganzen Land, die ein generelles Fracking-Verbot fordern. Das tun wir als NABU nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Wir fordern kein generelles Verbot zum heutigen Zeitpunkt, sondern wir fordern, dass bestimmte Fragestellungen, die sich aus unserer Sicht und aus Sicht des Sachverständigenrats für Umweltfragen, aus Sicht des Umweltbundesamtes stellen, dass die erstmal gelöst werden in einigen wenigen Geosystemen, also sprich F&E-Vorhaben in einigen ausgewählten Geosystemen, die auch repräsentativ sind, in denen Schiefergas in Deutschland vorkommt im großen Stil und wo es überhaupt die, sagen wir mal, sowohl die technische als auch die wirtschaftlich tatsächlich erschließbare Möglichkeit gibt, Schiefergas zu fördern. Das erstmal vorweggenommen. Generell ist jede Entnahme von Rohstoffen, ob jetzt in Deutschland oder weltweit, mit erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt verbunden. Den Raubbau an der Natur raubt sozusagen den nachfolgenden Generationen die Chance auf den Wohlstand, den wir vielleicht heute noch haben. Er belastet langfristig auch Wirtschaftssysteme und die friedenspolitischen Entwicklungen. Sie kennen vielleicht den Kampf um Rohstoffe, der heute schon geführt wird, wo Länder, Staaten in anderen Ländern, Beispiel China in Afrika, sich große Rohstoffvorkommen sichern. Das wird langfristig, mittelfristig gesehen zu erheblichen Spannungen führen, ähnlich wie alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat, Beeinträchtigungen durch Wasserversorgung. Sie haben vielleicht heute in der Zeitung gelesen, dass China gerade versucht, 3 Flüsse im eigenen Land umzuleiten, davon einer der drittlängste Fluss der Welt, also massive Beeinträchtigungen in die Natur. Und deshalb sollte es das erste Ziel sein, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Und deshalb ist auch eine Erschließung von fossilen Energieträgern weltweit aus unserer Sicht nicht die Priorität, die wir haben sollten, sondern die Priorität sollte darauf gesetzt werden, ressourceneffizienter zu arbeiten und energieeffizienter zu sein. Also erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren. Wenn ich jetzt Richtung Herrn Neumann blicke, dann muss ich leider feststellen, dass sich Ihr Parteivorsitzender und Bundeswirtschaftsminister leider nicht weder in Deutschland noch in Europa sonderlich stark gemacht hat für diese beiden Themen Ressourceneffizienz und Energieeffizienz. Die Fragen, die sich aus unserer Sicht mit der Technologie stellen, sind sehr umfangreich. Dazu gehört einmal die Frage, wie sich eine Verunreinigung von Trinkwasser tatsächlich vermeiden lässt. Dazu gehört die Frage, was passiert mit dem Chemikalien- oder gerne auch Wassersandgemisch, was man da in die Erde presst. Holt man das hinterher wieder raus, also dem sogenannten Flowback? Welche langfristigen Folgen sind mit der Technologie verbunden? Ist das ausreichend erkundet? Aus unserer Sicht nein. Was ist mit der Dichtigkeit von Bohrlöchern auf lange Sicht gesehen? Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat ein Kataster da vorgeschlagen, um erstmal die jahrzehntelangen Bohrhistorie in Deutschland sozusagen zusammenzuführen.
Es gibt Unfallrisiken mit der Technologie, Stichwort Erdbeben. Ein sechster Punkt wäre Forschungsbedarf hinsichtlich der Klimabilanz von Fracking, also welche Ressourcen, welche Energie müssen wir eigentlich für diese Technologie einsetzen und ist die Klima- und Energiebilanz eigentlich hinterher positiv? Also das, was Sie auch gesagt haben, Erdgas als Brücke in ein erneuerbares Energiezeitalter, gilt das für Schiefergas überhaupt, wenn ich unter massivem Energieeinsatz und Rohstoffeinsatz dort tätig werden muss? Dazu kommt noch der Flächenverbrauch, den ich habe. Wenn Sie sich jetzt Bilder aus den USA angucken, auch gleich vorweggeschickt, ist nicht repräsentativ für Deutschland. Wir werden mit Sicherheit keine quadratkilometerweiten umgepflügten Käselochbohrungen hier kriegen, das ist schon klar. Aber es gibt einen sehr hohen Flächenverbrauch, der mit der Technologie verbunden ist. Können wir uns das leisten? Wir als Naturschützer haben immer das Gefühl, wir geben den kleinen Finger und genommen wird die ganze Hand. Das gilt beim Ausbau der Erneuerbaren zum Teil auch. Da sind wir immer für einen naturverträglichen Ausbau und auch für einen naturverträglichen Einsatz von Technologie. Das sehen wir derzeit hier noch nicht tatsächlich gewährleistet. Ein Stichwort zu den Gesetzesverfahren. Wir glauben, dass die beiden angestoßenen Gesetzesverfahren zur Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes und zur Novellierung der Umweltverträglichkeitsprüfung für bergbauliche Vorhaben in der Form, wie sie zuletzt diskutiert worden sind, nicht ausreichen, um die Rechtslage in Deutschland in dem Themengebiet tatsächlich zu verbessern und b, die Risiken tatsächlich aufzunehmen. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen erstmal dieses Moratorium, einige F&E-Forschungsvorhaben, um die Risiken zu klären und dann können wir die Rechtslage anpassen. Aber wir brauchen jetzt dieses Moratorium, weil sonst weiter die Unternehmen in Deutschland sich Gebiete sichern, wie Claims abstecken, um tendenziell in Deutschland Schiefergas zu fördern. Denn wir haben ja in Deutschland noch kein einziges Gewinnungsvorhaben in Schiefergas tatsächlich. Da sagt Herr Dr. Kapp vielleicht gleich auch nochmal was dazu, dass das in anderen, für andere Vorkommen vielleicht etwas anders ist. Aber in dem Bereich haben wir das noch nicht. Und nach der jetzigen Rechtslage können sich Unternehmen weiter Gewinnungsgebiete sichern. Und meines Erachtens ist ja die Gesetzesinitiative der Bundesregierung auch deshalb gestoppt worden, weil es sehr viele Bedenkenträger auch innerhalb der CDU gibt. Die sitzen in Bayern und in Baden-Württemberg, weil sich dort genau Unternehmen auch Claims in der Bodenseeregion gesichert haben und es einfach unvorstellbar ist, selbst wenn man nur mit Wasser fracken würde und ohne Chemikalien, dass in einer solchen Region tatsächlich Schiefergas erschlossen würde. Das wären, glaube ich, aus unserer Sicht so die wichtigsten Punkte. Also vielleicht noch ein Zusatz. Rechtslage, Wasserhaushaltsgesetz und UVPVO anpassen. Aber darüber hinaus halten wir eine Novellierung des Bundesberggesetzes für angebracht, um Fracking dort zu integrieren. Und auf der EU-Ebene geht es gerade um die Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie. Dort wird diskutiert, ob Fracking Bestandteil dieser Richtlinie wird. Aus unserer Sicht sollte das so sein und wir fordern einen Scoping-Termin, wie für andere Planungsvorhaben auch, zum Beispiel vom Bau von Kraftwerken. Scoping-Termin heißt, dass der Vorhabenträger sich mit der Zivilgesellschaft vorher auseinandersetzen muss. Er muss der Zivilgesellschaft vorstellen, was er vorhat. Er muss darlegen, die Unbedenklichkeit darlegen. Das wird dann diskutiert, da können Bürger dann entsprechende Einwände machen. Dagegen hat sich die Bundesregierung bislang dagegen ausgesprochen, sowohl das BMW als auch das Bundesumweltministerium. Vielen Dank. Herr Dr. Kapp, ja. Die Perspektive der Wissenschaft zu den Bedenken. Also zunächst erstmal, ich arbeite hier auf dem Telegrafenberg im GFZ und wir sind eigentlich circa 6 Jahre mit diesem Thema schon beschäftigt. Also das ist nicht neu. Diese ganze Frage der Erschließung von Untergrundressourcen, die Frage auch der Stimulierung von bestimmten Prozessen im Untergrund, das ist etwas, womit wir uns schon längere Zeit beschäftigen, übrigens auch in Verbindung mit Geothermievorhaben und mit anderen Fragen. Also das ist so
der Hintergrund, vor dem wir also auch jetzt verbunden sind mit dieser ganzen Problematik. Vielleicht, ich will jetzt nicht diese ganzen Statements hier nochmal weiter ausweiten, weil es ist sicher interessant, einfach auch zu erfahren, was Ihre Fragen sind. Vielleicht mal so meine Haltung generell. Der Name dieser Veranstaltung ist Fracking, Fluch oder Segen. Ja? Also meine Antwort ist da weder noch. Es ist weder Fluch noch Segen für Deutschland. Es sieht sicher in anderen Ländern anders aus. Da muss man auch genau hinschauen, was da passiert. In Deutschland ist es eine Sache, die im Prinzip, sagen wir mal, sehr intensiv jetzt ausdiskutiert wird. Dieser Begriff Fracking ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer verbunden, fast verheiratet mit dem Begriff umstritten, also das umstrittene Verfahren Fracking. Ich muss sagen, da gibt es einen wirklichen Dissens, und zwar in der Hinsicht, dass das die öffentliche Wahrnehmung ist. Das wird auch sehr intensiv diskutiert. Unter Geotechnologen ist dieses Verfahren selber nicht umstritten. Das ist ein Verfahren, was gut handelbar ist, was bekannt ist, wo auch sehr viel Technologieentwicklung in der letzten Zeit passierte. Es ist ein Verfahren, was auch nicht aus dem Ruder laufen kann, also wie, weiß ich was, zum Beispiel eine Kettenreaktion. Wenn ich beim Fracking irgendwas erfahre, was außerhalb des normalen Betriebsplans läuft, kann ich jederzeit diesen Prozess anhalten und auch zurückholen. Also das ist etwas, was steuerbar ist und insofern geotechnologisch beherrschbar. Die Risiken sind beherrschbar. Natürlich muss man die Risiken untersuchen, kennen und auch diesen Risiken vorbeugen, weitestgehend. Vielleicht mal auch zu diesem Dissens in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir hatten jetzt Montag, Dienstag gerade einen ausführlichen Kongress in Hannover bei der BGR. Es wird immer sehr viel diskutiert über diese Frage, was pumpen wir dort rein, was passiert mit diesen Flüssigkeiten, die reingepumpt werden. Es ist Konsens unter den Leuten, die sich damit beschäftigen, dass diese Flüssigkeiten, wenn sie im Untergrund sind, keine Gefahr darstellen. Die Gefahr geht von oben aus und von der Grundwasserpassage. Also diesen Dingen, die bei jeder Erdgasbohrung immer präsent sind und auch immer richtig und gut gemacht werden müssen. Ansonsten passieren eben solche Umweltunfälle, die unbedingt vermieden werden müssen. Wir haben im Prinzip das Schutzgut Grundwasser und da haben wir eine wichtige Aufgabe, diesen Risiken vorzubeugen. Da ist eine ziemliche Technikentwicklung unterwegs und ich denke mal prinzipiell, dass dieses Verfahren auch handelbar ist. Wie gesagt, allerdings unter den Bedingungen, dass hier Best Practice gemacht wird. Also nicht, wir brauchen also wirklich ein kontrolliertes Qualitätsmanagement am Bohrplatz, dann ist dieses Verfahren eigentlich handelbar. Ich würde jetzt vielleicht nochmal was zur Bedeutung von Schiefergas in Deutschland sagen, weil ich anfangs sagte, weder noch, also es ist sicher auch kein Segen. Schiefergas ist in Deutschland vorhanden, also dieses Gas, Erdgas in sogenannten unkonventionellen Lagerstätten, das also nicht von selbst rauskommt, sondern wo man diese Lagerstätte stimulieren muss. Es ist in einem Umfang vorhanden, dass es sicher auch förderbar ist. Ob es gefördert werden sollte, da ist wirklich noch eine Diskussion, glaube ich, erforderlich einfach, weil es ist so, wir haben im Augenblick ca. 12% Erdgaseigenförderung im Land. Also alles andere sind Importe aus Russland, Holland und Norwegen. Diese 12%, das wird jedes Jahr weniger, also noch vor 2 Jahren waren es etwa 14%. Wir haben also etwa 700 Erdgaslöcher, die produzieren und man kann sagen, jedes Jahr verlieren wir etwa 10% davon. Das ist sicher nicht viel, 12%, es gibt aber so eine gewisse Unabhängigkeit auch in Preisverhandlungen und eine Stabilität sozusagen. Es sind sicher Szenarien denkbar, dass man auf diese 12% verzichtet und im Laufe der Zeit wird auf jeden Fall die Förderung aus konventionellen Lagerstätten deutlich zurückgehen. Allerdings denke ich schon, dass wir, ja, ich vergleiche immer so die Energiewende mit so einem Schnellkochtopf, wo wir einen ziemlichen Druck erzeugen im Augenblick in der gesamten Ökonomie und ich finde diesen Druck auch gut und wichtig, weil der wirklich auch Innovationen befördert. Aber dieses Schiefergas-Eigenförderung könnte so eines dieser erforderlichen Ventile sein, das einfach erforderlich ist, dass uns dieser Schnellkochtopf nicht eines Tages um die Ohren fliegt. Weil dann haben wir nämlich gar nichts gewonnen, dann haben wir auch keine Energiewende. Das ist also eine Option, aber das muss
wirklich diskutiert werden und auch öffentlich, sagen wir mal, in diesem Sinne auch diskutiert werden, dass es eine Option ist. Es ist nichts, wo irgendwelche Konzerne Milliardengewinne abschöpfen, das wird es nicht sein. Es ist, wie gesagt, in diesem Sinne eine ökonomische und sicher auch in der Diskussion der Energiewende eine ökologische Option, die man natürlich sehr verantwortungsvoll dann auch diskutieren muss, fallweise dann im Rahmen eines Gesamtkonzeptes auch nutzen kann. Vielleicht nochmal eine Sache zu diesen Fragen der Genehmigungen. Also wir haben ja hier auch einige Bohrvorhaben, die wir vom GFZ durchführen. Und mich stört immer in solchen Diskussionen sehr stark, dass da nicht anerkannt wird, mit welcher Sachkompetenz unsere Genehmigungsbehörden arbeiten. Also sowohl die Bergbehörden als auch die zuständigen Wasserbehörden sind in alle Verfahren sehr involviert und sehr sachkundig. Und es ist auch so, dort gilt generell der Bedenkengrundsatz. Das heißt, wenn irgendwelche Dinge gefährlich sein können, auch für Grundwasserfragestellungen, auch für andere Bedenken, die vorgebracht werden, dann werden diese Bedenken auch bearbeitet. Das wird nicht einfach so weggepackt. Also das ist eine sehr stabile, gute Arbeit, die unsere Behörden da tun. Sicher kann man noch besser werden, sicher kann man auch die Handhabung für die Behörden noch erweitern und erleichtern. Ich wehre mich aber ein bisschen dagegen, dass hier so getan wird, als ob wir ein Berggesetz hätten, was also aus Vorkriegszeiten kommt. Also die Bergpraxis ist eine sehr verantwortungsvolle und ich weiß genau, wir brauchen für jede Bohrung sehr, sehr viele Genehmigungen, wir brauchen einen Betriebsplan, wir müssen nach jedem Schritt der Behörde vorlegen, was dieser Schritt erbracht hat und welche Probleme aufgetaucht sind, wie wir diese Probleme bearbeiten. Das ist also eine ziemlich verantwortungsvolle Praxis und ich denke, wenn wir die weiter ausbauen, kann man auch die Schiefergasgewinnung verantworten. Professor Neumann, ja, Ihre Reaktion zunächst mal auf den Herrn Sieberg. Kann die Politik mit diesen Bedenken adäquat umgehen? Wie ist die Position der Liberalen? Die Politik muss natürlich beide Seiten sehr intensiv und auch sehr, sehr behutsam berücksichtigen. Und ich sage mal so, ich will ja auch niemandem meiner Bundestagskollegen zu nahe treten. Aber ich meine, wir sind immer in so einen Wahlzyklen und dann stehen wir vor einer nächsten Bundestagswahl. Und da gibt es natürlich die ein oder andere. Aber wie gesagt, ich will es nicht werten, das wäre jetzt wirklich etwas überzogen. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Boston bei einer Veranstaltung zur Forschung, da ging es nicht nur um Fracking, sondern auch um andere Forschungsthemen und da hat ein amerikanischer Professor so mal nebenbei gesagt, die USA, also jetzt im Zusammenhang mit Shellgas, die USA fördern Gas, Deutschland fördert Gutachten. So, das heißt, an der Stelle sehen wir, wie wir das machen. Wir sind ja sehr vorsichtig an der Stelle. Da möchte ich auch, wie gesagt, diese saloppe Art jetzt vielleicht nicht in die Diskussion einbringen. Das war, wie gesagt, sein Zitat. Wenn Sie vorhin zugehört haben, Herr Sieberg hat ja eigentlich eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Fragen, die nicht beantwortet sind, aus seiner Sicht. Herr Kapp hat ja gesagt, das verantwortungsvolle Umgehen der Bergbehörden und aller beteiligten Umweltbehörden und dergleichen. Und ich glaube schon, wenn wir das ernst nehmen, auch als Technologieland, und da bin ich immer etwas schockiert auch, dass wir uns die Chancen nehmen, die wir sozusagen haben, auch Technologien zu entwickeln. Wir wissen, dass wir sozusagen, dass man auf Deutschland schaut, egal wo man in Europa oder in internationalen Räumen auftritt, man traut Deutschland auch die Energiewende zu. Also Professor von Ihr Kollege, der letztens bei uns in der Arbeitsgruppe gesprochen hat, hat gesagt, man lächelte ja zu Anfang, als wir die Energiewende gemacht haben, aber viele der Kollegen haben dann immer gesagt, naja, okay, wenn es irgendwo funktioniert und die Deutschen das machen, dann funktioniert es in Deutschland. Also das Vertrauen weltweit ist ja auch auf unserer Seite. Und jetzt muss man sagen, wie gehen wir damit um? Ich bin immer dafür, dass wir Forschung an der Stelle, wirklich Forschung Raum geben. Deshalb habe ich vorhin auch die Position des Forschungsausschusses genannt. Also mit welchen Elementen, mit welchen Instrumenten können wir das befördern, was Sie möglicherweise noch an Fragestellungen haben? Aus der Wissenschaft heraus. Ja. Das weiß ich nicht. Also das muss man einfach definieren. Haben wir genügend Regelungen? Wir müssen mal auf den Boden kommen. Also ich glaube nicht, dass wir in diesem Bereich Technologien entwickeln werden. Die Technologieentwicklung läuft in Amerika. Und wir werden hier sicher eine Adaption sicher machen können, aber das ist auch kein Technologieentwicklungszukunftsfeld. Gut, ja? Okay, also, kann man ja beantworten, das ist völlig in Ordnung. Ja, also da haben wir in den Erneuerbaren tolle Bewährungschancen und die sind sehr, sehr hoch, die Bewährungschancen. Ja. Oder die,
Herausforderung. Und in diesem Bereich geht es nicht um Technologieentwicklung die mit einer Zukunft. Also das ist einfach eine Anwendung von Dingen, die weitestgehend bekannt sind, machbar sind. Natürlich müssen die, es müssen Monitoring-Konzepte auch nochmal geschärft werden. Man kann da vieles machen, was sozusagen diese stets vorhandenen Risiken noch verringert und sicher auch, sagen wir mal, dann noch in den Behörden noch mehr Handhabung gibt. Ich habe aber noch eine andere Sache. Also im Prinzip ist, was Sie auch sagten, es ist wichtig, dass man eigentlich stärker informiert über die Dinge, die da gemacht werden, also diese Partizipation. Und da haben unsere Firmen, die hier tätig sind, erheblichen Nachholbedarf. Also die haben es jetzt langsam begriffen, dass man nicht einfach so eine Sache sauber mit der Behörde abhandeln kann und ohne, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Das sind aber im Prinzip auch sehr schöne Erfahrungen in letzter Zeit passiert. Also wir haben zum Beispiel auch mit Ketzin sehr gute Erfahrungen gemacht mit der regionalen Bevölkerung, die wir also in jedem Schritt immer einbezogen haben, was wir dort gemacht haben. Es gibt hier in der Nähe vom Spreewald sogar eine Erdölbohrung, eine Probebohrung, wo von Anfang an die Bevölkerung immer rangeholt wurde, alles erklärt wurde, immer gesagt wurde, wenn hier was schief läuft, dann wisst ihr das als erstes, wir wollen das und das rauskriegen, wenn wir die und die Dinge erfahren haben, dann sagen wir euch Bescheid, wir erläutern mit euch die nächsten Schritte. Das ist ein Arbeiten, was die Industrie noch sehr lernen muss, aber was dann auch erfolgversprechend ist. Also ich glaube, in dem Sinne ist sicher, sagen wir mal, auch eine festgeschriebene, stärkere Beteiligung der Bevölkerung bei diesen Genehmigungsverfahren, dass also praktisch auch die Bedenken systematischer dort berücksichtigt werden und Berücksichtigungen finden, sehr wichtig. Wobei ich muss sagen, in den letzten Vorhaben, die da liefen, also zum Beispiel Erschließung mit Fracking von Teitsand-Gaslagerstätten in Niedersachsen, da war eine UVP sowieso angesagt, also zwar nicht gesetzlich gefordert, aber das hat einfach die Behörde angesetzt, das Recht hat sie und da sind auch Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt worden. Also es ist nicht so losgelöst, allerdings ich denke schon, dass da eine Einbeziehung der, auch der realen Bedenken der Bevölkerung natürlich unbedingt erforderlich ist, ohne dem kann man heute kein Industrieprojekt mehr machen, ne? Herr Siebeck, Sie waren da noch nicht ganz so zufrieden mit der Antwort und haben sich gleich gemeldet. Also erstmal habe ich ja eine Brücke gebaut, dass ich gesagt habe, wir betreiben keine fundamentale Opposition. So. Und, sondern wir haben gesagt, wir möchten, dass die Bedenken, die aus der Bevölkerung kommen und die von unserer Seite kommen, die von anderen Seiten aus der Zivilgesellschaft kommen, ernst genommen werden. Wir haben das jetzt beim Standortauswahlgesetz gesehen, das wurde heute im Bundestag verabschiedet, da geht es um die Endlagersuche für Atommüll. Da gab es ein Forum, das haben wir kritisiert. Aber wir haben dann lange überlegt, ob wir daran teilnehmen. Das war eine Wochenendveranstaltung, wo sich jeder Verband mal 5 Minuten äußern durfte, wie er das Ganze denn jetzt gerne aufziehen würde. Wir haben dann doch daran teilgenommen. Viele der Punkte, die wir dort geäußert haben, andere dort geäußert haben, sind in dieses Gesetz jetzt mit eingeflossen. Es wird eine Kommission geben, besetzt aus Wissenschaftlern, Politikern und der Zivilgesellschaft. Ich hoffe, die wird sehr transparent sein, sodass auch andere Akteure, die nicht dort drin sitzen, mit da partizipieren können und Einfluss auf die Ergebnisse dieser Kommission haben. So etwas könnte man sich auch für Fracking vorstellen. Jetzt ist es ja nicht so, dass Unternehmen noch keinen Dialog geführt hätten. Es gab den ExxonMobil-Dialog. Da wurden auch unabhängige Wissenschaftler, unabhängige Geologen auch, die zum Teil auch etwas andere Meinungen haben als Sie. Wissenschaftler sind ja wie Juristen. 5 Juristen, 6 Meinungen, 5 Wissenschaftler, 10 Meinungen. Also insofern jetzt von den Geologen zu sprechen, die sich da alle einig sind und von den Wissenschaftlern oder der Wissenschaft zu reden, die sich da einig ist, dass diese Verfahrenstechniken alle erforscht seien und unbedenklich seien, das wage ich zu bezweifeln. Und was die Behörden angeht, es gibt eine Rechtspraxis, die gilt heute. Und diese Rechtspraxis ist dann so, dass die Behörde entscheiden kann, ob sie eine UVP macht, richtig. Also es ist ein Sechser im Lotto, wenn sie eine macht. Wenn es aber im Gesetz drinsteht, dass sie eine machen muss, dann haben wir die Garantie und dann haben wir auch eine gewisse Garantie, auch eine Rechtssicherheit für die Unternehmen selber wohlgemerkt, was ja auch sehr wichtig ist, damit sie hinterher nicht verklagt werden auf irgendeiner rechtlichen Grundlage, dass bestimmte Risiken tatsächlich und bestimmte Fragestellungen tatsächlich auch lupenrein geklärt werden. Ich möchte allerdings auch nochmal auf das Stichwort Versorgungssicherheit eingehen.
Natürlich kann man sagen, auch am russischen, norwegischen oder kasachischen Bohrloch entsteht eine Menge Umweltschäden, zum Teil auch, weil diese Länder nicht die Umweltstandards haben wie bei uns. Deshalb machen wir das doch lieber vor unserer Haustür. Ich habe schon als erstes Argument gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir auf die richtigen Pferde setzen. Und das richtige Pferd ist die Ressourceneffizienz und die Energieeffizienz. Jede Kilowattstunde, die Sie nicht verbrauchen, müssen Sie auch nicht bezahlen. Jede Kilowattstunde, die wir nicht produzieren in Deutschland, dafür müssen wir auch keine Energien aus der Erde holen. Das gilt für erneuerbare Energien übrigens genauso. Wir haben natürlich auch ein Problem mit dem naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Denken Sie an Offshore-Windanlagen auf dem Meer, denken Sie an Windstandorte im Wald, denken Sie an die Vermeisung der Landschaft bei Biogas, bei vielen einzelnen Punkten. Deshalb ist und bleibt Energieeinsparung und Effizienz und damit Ressourceneffizienz das A und O. Und das wird in der Politik noch sehr stiefmütterlich behandelt. Der andere Punkt ist, das, was technisch erschließbar ist, wird niemals in Deutschland erschlossen werden. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften, das war die angesprochene BGR, die hat herausgefunden, dass in Deutschland bis zu 22,6 Billionen Kubikmeter Schiefergas in den Böden liegen. Davon seien technisch 10% erschließbar, also zwischen 0,7 und 2,3 Billionen. Wenn Sie jetzt von den Gebieten, wo das erschließbar ist, die Trinkwasserschutzgebiete abziehen, die Wassergewinnungsgebiete abziehen, die Naturschutzgebiete abziehen, die Nationalparks abziehen, die Landschaftsschutzgebiete abziehen, die Biosphärenreservate abziehen, dann bleibt von diesem Kuchen, ich sage jetzt mal etwas salopp, nur noch ein Promille übrig. Und ob das dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Erforschung einer Technik tatsächlich gewährleistet, ob sich das am Ende tatsächlich rentiert, das wage ich doch zu bezweifeln. Also die BGR sagt immer gerne, wenn dieses technisch erschließbare Potenzial jetzt in Deutschland von heute auf morgen alle anderen Energieträger ersetzen würde, könnten wir 13 Jahre lang mit Erdgas auskommen. Nur Erdgas. Also ja, aber ich sage nochmal, dieses technische Potenzial, das besteht gar nicht. Das ist im Promillebereich und es wird sich unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, wenn wir diese ganzen Bedenklichkeiten aus dem Weg räumen wollen, am Ende überhaupt nicht rentieren. Für kein einziges Unternehmen in Deutschland. Und da können Sie jetzt auch die Energiepreise so hochschrauben, wie sie lustig sind. Also da glauben wir nicht dran. Deshalb ist es im Prinzip eigentlich auch ein Stück weit eine Scheindebatte. Ich möchte noch mal was zu den Energiepreisen in den USA sagen, weil ja die USA immer gerne dafür herhalten müssen, die hätten damit ihre Energiekosten gesenkt. Die KfW-Bankengruppe, also die staatliche, früher Kreditanstalt für Wiederaufbau genannt, das Kürzel trägt sie noch, denn der Name ist ein bisschen anders, die hat neulich, Gutachten ist ein bisschen zu viel gesagt, ein Bulletin herausgegeben, wo sie mal tatsächlich die volkswirtschaftlichen Vorteile der Schiefergasförderung in den USA im Verhältnis zu den Produktionskosten untersucht hat. Und da ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass die Energiekosten im Durchschnitt nur 2% der Gesamtkosten bei Unternehmen tatsächlich ausmachen und sich Änderungen bei den Energiepreisen nur sehr schwach in den Produzentenpreisen beziehungsweise dann in den Verbraucherpreisen tatsächlich auswirken. Also zu argumentieren, wir seien unter industriepolitischen Gesichtspunkten angewiesen auf eine im großen Stil durchgeführte Schiefergasförderung in Deutschland und das würde hier massiv zu Energiepreissenkungen führen, halte ich für verfehlt. Das Klimaschutzargument habe ich auch schon gesagt, Wechsel von Kohle auf Erdgas mag zwar CO2-bilanztechnisch sinnvoll sein, ist aber insofern dann ein Nullsummenspiel, wenn wir tatsächlich auf die Effizienz setzen und vor allen Dingen dann, wenn wir ja nur marginale Teile tatsächlich hier fördern. Also das vielleicht nochmal zu dieser industriepolitischen Position und vielleicht können wir ja gleich nochmal etwas genauer zu den Gesetzesvorhaben darauf eingehen, was da tatsächlich geändert werden müsste aus unserer Sicht. Können wir erstmal in Dialog treten, weil wir reden immer nur, es wäre ja vielleicht mal interessant, was Sie da eigentlich bewegt, warum Sie hier sind und vielleicht können wir da ein bisschen zielgerichteter diskutieren. Also ich wollte auch gleich das Podium freigeben, aber vielleicht noch dem Herrn Neumann die eine Frage, weil mich hat mich auch, sollte sich die Politik tatsächlich um die Rentabilität
der Schiefergas. Das ist genau die Frage. Das ist genau die Frage, die ich jetzt ansprechen wollte. Also wir haben uns, sind uns darüber einig, dass man also jetzt Bedingungen schaffen muss, die Sicherheit gewährleisten. Also ich meine, das ist auch Aufgabe von Politik, Gesellschaft zu schützen vor Dingen, die möglicherweise nicht kalkulierbar sind. Aber wenn man jetzt, Herr Sieberg, und das machen Sie eben an der Stelle, und das finde ich dann eben schlecht, wenn Sie also den Wettbewerb verschiedener Energieträger hier jetzt sozusagen mit Ihren Aussagen, das lohnt sich nicht, haben Sie ja gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, Photovoltaik, wir haben 900 Sonnenstunden, und wenn ich mir überlege, welchen Aufwand wir hier in dieser Bundesrepublik Deutschland machen, dann muss ich ehrlich sagen, wenn ich das dann wirklich echten Wettbewerb nenne, komme ich in Schwierigkeiten. Und ich sage mal so, wir haben ja heutzutage auch in der Diskussion gerade die Frage installierte Leistung, gerade auch in Brandenburg, und Energieverbrauch. Also die Diskussion zwischen Kilowatt und Kilowattstunde. Und das fällt ja manchen schwer. Ich will es jetzt an der Stelle wirklich deutlich sagen, dass man hier wirklich versucht, auch eine Bedingungen für einen fairen Wettbewerb zu schaffen. Und ich kann das nicht vorwegnehmen. Und wenn Sie, Herr Kaps, sagen, dass da die Verfahren sicher sind, ich sage mal so, wir reden ja nicht über Energieforschung mehr, das war früher so. Wir reden heute über Energiesystemforschung, weil ich jetzt ein System brauche, wo ich verschiedene Energieträger miteinander zusammenbringe, die dann am Ende dafür sorgen, dass ich einen ordentlichen Energiepreis habe, einen bezahlbaren und eine Versorgungssicherheit. Das ist doch unser Ziel, auch das Ziel der Politik. Und wenn ich mir überlege, ich komme aus der Gebäudetechnik, viele wissen nicht, was Gebäudetechnik ist, dann sage ich immer, ist das, was am Flughafen in Berlin nicht funktioniert. Aber wir haben vor 10 Jahren, also ich sage mal ein Gebäude, Sie stellen sich ein Einfamilienhaus vor, verschiedene Energieträger, Solarpaneele auf dem Dach, vielleicht eine Brennwerttechnik im Keller, und wenn ich jetzt überlege, ich habe einen intelligenten Pufferspeicher, der wird also gefüllt, nachdem ich weiß, also morgen scheint den ganzen Tag die Sonne, lasse ich mir eine Reserve, also dieses intelligente Umgehen, das Koppeln, Management verschiedener Energieträger, und so könnte ich mir vorstellen, dass auch Fracking unter den Bedingungen, die wir genannt haben, strenge Gesetze, da sind wir also wirklich in Europa weltweit führend, dann dürfen wir aber nicht die Angst weiter befördern, den Leuten auch Angst machen und Dinge sozusagen eskalieren lassen, obwohl hier wirklich auch Chancen und ja wirklich Chancen, Risiken sind auch da, die haben Sie genannt, aber dass man wirklich die Chancen hier viel, viel stärker in den Vordergrund bringt. Stichwort Bürgerbeteiligung, Dialog. Ich ja, unbedingt. Gehe jetzt mal auf die Fragen ein, beziehungsweise gibt mal das Podium frei. Svenja Russel ist mein Name. Frage an Herrn Kapp. Mein Name ist Svenja Busse. Ich habe eine Frage an Herrn Kapp. Sie erwähnten, dass die Fracking-Technologie in Deutschland keine Exporttechnologie sei. Also die Entwicklung hier keine große Rolle spielen würde, sondern auf die USA festgelegt ist. Warum ist das so? Könnten Sie das bitte erläutern? Also da gibt es einfach einen riesigen technologischen Vorsprung und da gibt es große Institute, die dort eine sehr intensive technologische Entwicklung auch durchführen. Also dort kommen auch die ganzen neuen Dinge her, dass man beispielsweise überhaupt gar keine toxischen Zusätze, also keine Biozide mehr zusetzt, sondern zum Beispiel auch mit bestimmten UV-Sterilisationen arbeitet, mit bestimmten neuen Zumischungen, also wo auch dort kommen auch ganz neue Techniken her, wie man mit dem Flowback umgeht, also mit dem, was wieder aus dem Bohrloch rauskommt. Das ist das lohnt sich hier nicht einfach, weil im Prinzip ist es in Amerika ein großes Massengeschäft, also und es wird hier niemals in dieser massiven Art investiert werden in neue Forschung. Das passiert in Amerika übrigens in den letzten 25 Jahren eigentlich. Also diese ganze Technologie ist vor circa so 13, 14 Jahren wirklich dann zum Durchbruch gelangt, aber die Forschung passierte davor ja in Amerika, also gerade für diese Verfahren. Also auch die ganze Bohrtechnik, da hat Amerika einen sehr weiten Vorsprung in der ganzen technologischen Durchführung von solchen Dingen. Man muss dazu sagen, also ich will ein bisschen provokativ sein, also das, was da in dieser technologischen Entwicklung passiert ist, kann man wirklich vergleichen mit einer minimalinvasiven Chirurgie. Also das ist wirklich ein minimalinvasiver Bergbau, der passiert dort. Natürlich muss man da sehr genau vorgehen, man kann da große Fehler machen, vor allem mit dieser Frage der Grundwasserpassage. Dort sind eben die kritischen Stellen, wo man sehr auch mit Monitoring-Konzepten das abstützen muss, wo auch in Amerika sehr viele Fehler gemacht wurden. Aber im Prinzip
werden ja auch diskutiert, solche minimalinvasiver Bergbau in anderen, für andere Zwecke, beispielsweise auch für die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen. Also in ähnlicher Weise. Aber wie gesagt, wir sind in diesem Bereich technologisch nicht führend und ich glaube, der Vorsprung aus Amerika ist nicht aufholbar. Ich würde mal anders antworten, ansonsten gebe ich die Fragen weiter. Sie hatten sich noch gemeldet. Herr Kapp, der technologische Vorsprung in den USA hat uns ja der Arte-Filmbeitrag gezeigt, wo also in dem Bundesland Pennsylvania die Farmer ihr Wasser nicht mehr nutzen können. Und denen wurden jetzt Trinkwasserbehälter vor die Häuser gestellt, wenn sie Glück haben. Ansonsten bleibt ihnen ja bloß die Alternative, eventuell umzuziehen. Und auch wir haben ja hier in der Nähe, weil Sie vorhin Ketzin angesprochen haben, wir haben ja unsere Misere in Ketzin mit dem Bau unseres ersten Untergas Speichers hinter uns, wissen Sie nicht? Ich habe also den Ort Knoblauch mit evakuiert. Ich bin 1960 da vor Ort gewesen und wir haben den ganzen Ort evakuiert, weil wir sichere Technik haben und einen Untergrundgasspeicher um uns. Also gerade da hatten wir nicht sichere Technik. Ne? Also wir haben heute einen großen Gasuntergrundspeicher und unter Berlin. Professor Neumann, der sagt also, was wir Deutsche so durchdenken, das wird auch gut. Ich kenne Windparks in der Nordsee, wo wir noch nicht mal die Kabel haben, um den Strom wegzuleiten. Also ich bin da nicht so sicher. Und wenn man eben einfach sieht, was in den USA passiert ist und dass die sich in Dreck drum scheren, wie die Bevölkerung in der näheren Umgehung dieser Bohrlöcher eben leben können, dann frage ich zu bezweifeln, dass die technologisch einen derartigen Vorsprung haben, der uns hier nützen kann. Ich denke mal, dass man die ganzen Deckformationen, die über diesen Schiefergasvorkommen sind, überhaupt nicht untersucht hat. Und augenscheinlich steigt ja da Methan in die Wasserschichten auf, die die Farmer früher mit ihren Hydrophoranlagen genutzt haben, um selber Wasser zu fördern, also Gebrauchswasser zu fördern. Die sind ja nicht bei diesen weit auseinander liegend Gehöften an irgendwelche Wassernetze angeschlossen, sondern die werden irgendwelche Pumpensysteme haben und mit den Pumpen ziehen sie sich das Grundwasser und das Erdgas hoch. Und das Erdgas, das war ja früher in dem Schiefer gebunden, wird durch die Freckungsmethode gelöst und steigt augenscheinlich auf, weil die Deckgebirge das eben zulassen, die da drüber sind. Also so einfach, wie man denkt, ist das gar nicht. Also ich gebe mal die Frage hier ans Podium. Stimmt die Brille durch die, der, die, also, oder die Arte-Brille, ist das Realität? Oder? Da ist immer ein Stück Realität natürlich dran, ist logisch. Also auf jeden Fall, da sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Es ist auch so, die Zulassungspraxis in Amerika ist ganz anders. Also da gibt es eine Genehmigung für 5, 6 Bohrlöcher auf einmal, wohingegen bei uns braucht man so 30 bis 40 Einzelgenehmigungen für jedes Bohrloch. Also da ist schon ganz was anderes dahinter letzten Endes. Also jeder Schritt muss einzeln genehmigt werden. Das ist ein vollständiger Betriebsplan, der abgegeben werden muss. Also es sind andere Verhältnisse. Man muss auch differenzieren. Also in Amerika gibt es auch sehr unterschiedliche Bundesstaaten, wo das sehr unterschiedlich auch gehandhabt wird. Dann kommt dazu, das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, diese Vorstellung, dass durch das Anbohren des Schiefers Gas in die Schichten kam, die jetzt schließlich dort das Grundwasser beeinflussen. Das ist nicht so. Also das ist nicht das Gas, was aus dem Schiefer kommt. Es ist so, dass wir in Amerika sehr weite Bereiche haben, wo wir flachliegende Gaslagerstätten haben, sehr flach. Also zum Beispiel, wenn durch ein flachliegendes Kohleflöß Grundwasser durchfließt, dann ist in diesem Grundwasser Methan gelöst, und zwar auf natürliche Art und Weise. Und wenn dort ein Farmer einen Brunnen bohrt, dann passiert es, dann brennt das Wasser. Und wir haben eben in Amerika andere Regulierungen. Dort kann jeder seinen Brunnen bohren, wie er will, und ist auch nicht verpflichtet, nachprüfen zu lassen, ob er dieses Wasser nutzen kann oder nicht. Es gibt in Verbindung mit der Gasförderung insgesamt solche Fälle, die sind aber
jetzt nicht ursächlich mit dem Fracking verbunden. Also das ist auch bei uns so. Also alle Probleme, die jetzt diskutiert werden, also diese Frage Grundwasserpassage, diese Frage auch, was machen wir mit Backflow, die sind 1:1 präsent auch in den konventionellen Gasförderbohrungen. Also es ist kein Unterschied. Wir haben beispielsweise jetzt auch an der Grenze zu Holland, dort wird ein Erdöl gefördert, und zwar mit dem sogenannten Enhanced Recovery. Da wird also heißer Dampf in ein Bohrloch reingepresst und durch ein anderes Bohrloch in Deutschland. In Niedersachsen. Da wird also in ein Bohrloch wird heißer Dampf reingepresst. Dieser heiße Dampf durchströmt die Lagerstätte. An der anderen Stelle kommt ein Dampf-Wasser-Gemisch raus. Ein Dampf-Öl-Gemisch raus. Das Öl wird abgetrennt. Es ist ein gut verstandenes, gehandhabtes Verfahren. Dort wird Erdöl produziert. Da gibt es, glaube ich, auch keine Klagen der Wasserbehörden, dass da irgendwelche Grundwasserschäden passieren. Kritisch ist auf jeden Fall die Grundwasserpassage. Diese Rohre müssen dicht sein. Und da darf kein Fehler passieren. Und da gibt es, wie gesagt, auch in dieser Richtung, gerade in Amerika, sehr, sehr viele Technologieentwicklungen. Die haben inzwischen Zemente entwickelt, die diese Rohre praktisch von außen abdichten, die selber, wenn sie undicht werden, selber sich wieder verschließen. Also praktisch, wenn dort irgendwelche Kohlenwasserstoffe rankommen, dann werden Risse verheilt. Also da passiert eine Menge Technologieentwicklung, die sich hier bei uns gar nicht lohnen würde, weil in diesem Umfang wird sicher Erdgas in Deutschland nicht gefördert werden. Ich möchte noch mal eins sagen, also wir haben eine ganze Menge internationaler Projekte auch. Wir müssen auch mal ein bisschen weggucken, was in der Welt sonst noch passiert. Man kann so leicht sagen, Ressourceneffizienz finde ich auch ganz wichtig und auf keinen Fall darf irgendeine Fracking-Diskussion diesen Schwerpunkt verdrängen. Das auf keinen Fall. Aber es gibt da einfach auch realistische Horizonte. Bloß gehen wir mal nach China zum Beispiel oder nach Polen auch. Dort haben wir also in Größenordnung eine Abhängigkeit vom Kohlebergbau, und zwar Tagebau. Und mit Sicherheit hat dieser Kohletagebau wesentlich größere Umweltkonsequenzen und auch Klimakonsequenzen. Was dadurch das Freibaggern an Methan auch freigesetzt wird, hat noch gar keiner bilanziert. Und da ist auf jeden Fall eine, in diesem Sinne, technologisch ausgereifte, gut kontrollierte Erdgasgewinnung eine Alternative, die auf keinen Fall aber, sagen wir mal, den Dampf rausnehmen darf aus der Energiewende und auch aus den Fragen der Ressourceneffizienz. Natürlich ist das wichtig, aber wir müssen mal auch das realistisch sehen. Wir haben heute, wir reden immer über den Energiemarkt, wenn wir da sagen, erneuerbare Energien, doppelt so groß ist der Wert. Ich rede zu viel, ja? Naja, ich wollte nicht fragen, aber Herr Siebeck, also ist schon interessant. Also doppelt so groß wie der Elektroenergie ist der Wärmemarkt. Kann ich nochmal eine ergänzende Frage stellen? Wir werden nämlich so ein kleines bisschen Äpfel und Birnen verwechselt. Es geht ja nicht um natürliche Öl- oder Gasvorkommen. Die sind ja gebunden und da haben wir ja in der Atmosphäre keine Schwierigkeiten. Es geht doch eigentlich um die Schiefergasvorkommen, die chemisch gebunden sind, die in dem Schiefer einfach gebunden sind und einfach erst durch das Verfahren, durch das Frackingsverfahren freigesetzt werden. Und dort steigt Gas nach oben. Das können Sie mir glauben. Und es geht um den, in den USA darum, dass das in die Wasserschichten steigt. Wissen Sie, die jetzt darüber klagen, das sind doch nur die, Sie haben den Arte-Beitrag bestimmt nicht gesehen. Das sind doch nur die, wo in der Nähe das Fracking-Verfahren durchgeführt wird und wo die Leute Brunnen an ihren Häusern haben. Also kommt das Erdgas hoch, sonst könnten sie das mit ihren Hydrovoranlagen ja nicht in ihrem Wasserleitungssystem fördern. Also sie müssten auch, wenn sie antworten, auf die Gegebenheiten eingehen und nicht sagen, wir haben in der Nähe, in Niedersachsen, in der Nähe von der holländischen Grenze ein natürliches Ölvorkommen, da drücken wir jetzt Dampf rein und fördern damit das Öl. Natürlich, das ist ein natürliches Vorkommen, da kann auch nichts passieren. Nee, also wir haben noch andere Fragen, ich möchte den Herrn Neumann und Herrn Siebeck noch die Gelegenheit geben zu reagieren. Ich will ganz kurz vielleicht nur noch auf Ihre Bemerkung. Sie hatten ja vorhin gerade
ich sage mal so als Nebensatz ja gesagt, das Thema Offshore-Anlagen und dann fehlen die Kabel. Also ich sage mal so, das ganze Thema, das ist also so ähnlich wie auf dem Flughafen, ich will das jetzt nicht strapazieren, aber das ist jetzt kein Problem der einzelnen Techniken. Das Problem, was wir haben, auch insgesamt in der Energiewende, ist auch in der Politik ja angekommen, denke ich, ist ein Managementproblem. Die Frage, diese Bausteine zueinander zu bringen, ist einfach das Problem. Ja? Und viele glaubten, dass die Energiewende so eine Veranstaltung mit Freibier ist, nicht? Also ich installiere mal und dann gucken wir mal, wie das dann zusammenkommt. Ich glaube, wenn man das begriffen hat, also Management, das ist kein Kabelproblem, es ist auch kein Problem dieser Masten, die dort stehen, sondern die Frage ist, kommen die zeitnah zueinander und wie versorge ich das Ganze? Also ich glaube, das ist die Herausforderung dabei. Und dann, Sie haben das ja gesagt, ich meine, wenn wir jetzt, man vergleicht gern und wenn Sie auf so einer Veranstaltung sind, wo dann wieder der Vorwurf kommt, ja, viel zu teuer alles, guckt euch an, wie billig in den USA der Strom ist, dann sage ich aber, andererseits traue ich mich in New York nicht in ein Hochhaus, weil ich nicht weiß, ob der Strom ausfällt und ich dann möglicherweise oben auf dem Gebäude bleibe, weil dort öfter Strom ausfällt als in Deutschland. Also, wir gehen gründlich ran, Sie haben es ja gesagt, auch mit vielen, vielen Regeln, mit viel, also teilweise wirklich an der Oberkante, die man da noch auch wirtschaftlich machen kann. Ich glaube schon, das ist ein ganz anderes Herangehen. Und Management ist meiner Ansicht nach der Begriff, den man auch in Zukunft unter Verwendung beispielsweise verschiedener Energieträger, die alle dann auch im Wettbewerb stehen sollen. Die sollen im Wettbewerb stehen. Und ich glaube, dann kriegen wir ein vernünftiges System. Herr Sieberg, müssen wir amerikanisch sprechen? Ja, ich müsste befürchten. Nö, das hatte ich ja zu Eingang schon gesagt, dass das gar nicht vergleichbar ist. Also nur, das ändert nichts daran, dass wir jetzt nicht die Pest gegen die Cholera tauschen. Also ich geb dem Herrn recht, Sie vergleichen da schon ein bisschen Äpfel mit Birnen, wenn wir jetzt die konventionelle Erdöl- oder Erdgasförderung mit dieser Technologie vergleichen. Und selbst wenn bei diesen Verfahren keine Chemikalien, Biozide oder was auch immer mehr zum Einsatz kommen, besteht die Gefahr, dass der vermehrte Einsatz dieser Technologie dazu führt, dass natürlich in der Umwelt gebundene Substanzen, radioaktive Stoffe beispielsweise, in Gesteinsschichten gelangen. Also die Wahrscheinlichkeit steigt damit, dass sie in Gesteinsschichten gelangen, wo sie einfach nichts zu suchen haben. Und es fängt beim Trinkwasser an und es hört dann bei anderen Landformen auf, wo Boden dadurch eventuell verseucht werden könnten und mit allen negativen Folgen für Mensch, Natur und Umwelt. Und deshalb sagen wir, erstmal müssen wir die Erkenntnis haben und dann möchte ich am Ende, wenn jemand so etwas durchführen will, also wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass das Risiko begrenzbar ist und tatsächlich das zur Anwendung kommen könnte, dass jedes einzelne Verfahren vorher einer genauen Prüfung unterzogen wird. Und wenn Sie jetzt sagen, in Amerika gibt es eine Genehmigung und in Deutschland gibt es 40, dann hört sich das ja erstmal toll an, weil Quantität hört sich da erstmal toll an, sagt aber überhaupt noch nichts über die Qualität aus. Und wenn Sie sagen, unsere Behörden können das schon alle ganz toll, dann haben wir in Niedersachsen die Bergbaubehörde. Die Bergbaubehörde konnte in Niedersachsen bislang auch ohne Beteiligung der Wasserbehörde Genehmigungen erteilen. So, und in anderen Bundesländern haben wir ein Verhältnis auf Augenhöhe, wo die Wasserbehörde gegenüber der Bergbaubehörde gleichberechtigt ist und durchaus Einspruch erheben kann. Und das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied in einer Rechtspraxis, wie man Genehmigungen erteilt. Und das Gleiche gilt, wenn ich ein Bundesberggesetz habe, das für ganz Deutschland einen bestimmten Verfahrensstandard regelt, oder ob ich nur ein Wasserhaushaltsgesetz habe und eine Umweltverträglichkeitsprüfung für bergbauliche Vorhaben. Und deshalb sagen wir, wir wollen die Anpassung von beidem. Bei dem aktuellen Gesetzesentwurf, der gegenüber dem Märzentwurf, was glaube ich nochmal geändert worden ist, fehlten weiterhin fundamentale Dinge. Und zwar unklar war immer noch, ob sich die Umweltverträglichkeitsprüfung auch auf die Verpressung am Bohrloch erstreckt, also mehrere Standorte betroffen sind, oder ob die Verpressung am anderen Standort dann keiner UVP unterliegt. Also Sie fracken dann in einem Bohrloch und dann holen Sie den Flowback wieder raus und dann schütten Sie den bei einem anderen Bohrloch wieder rein. Das kann natürlich keine Rechtspraxis sein. Das wird heute aber auch schon gemacht. Ne? Ja, umso schlimmer. Deshalb sage ich auch, es gibt einen Regulierungsbedarf und dadurch, dass die jetzt die Gesetze nicht verabschiedet worden sind, bleibt diese Rechtslage weiter im Unklaren. Es wird immer noch nach der jetzigen Rechtspraxis gehandelt.
Aber die Gesetze alleine hätten nicht ausgereicht. Deshalb hätten wir eine Novelle des Bundesberggesetzes haben müssen. Darüber hinaus wäre es sinnvoll gewesen, die Übergangsvorschriften die Gesetze, die jetzt vorgeschlagen wurden, besagen, dass die Übergangsvorschriften bis zum Inkrafttreten noch rechtzeitig beantragter Vorhaben von jeder UVP und jeder UVP-Vorprüfungspflicht ausgenommen gewesen wären. Das heißt, wir hätten quasi bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes noch den Run erzeugt. Alle Erkundungsvorhaben, die derzeit genehmigt sind, hätten dann keiner UVP und keiner UVP-Vorprüfungspflicht tatsächlich unterlegen. Und wer sich dann noch schnell eine Erlaubnis gesichert hätte, der hätte diese Standards dann nicht erfüllen müssen. Das darf auch nicht sein, sondern das muss auch jetzt im Nachgang bei den schon genehmigten Verfahren nachträglich nachgewiesen werden, dass dort die Unbedenklichkeit erklärt wird. Und deshalb sagen wir, im Prinzip hat man jetzt einen Haufen Nebelkerzen da geworfen in der Regierungskoalition. Die eigene CDU Koalition hat ja mit 40 Abgeordneten in Süddeutschland dem auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat gesagt, das reicht eigentlich nicht, wir brauchen mehr. Und jetzt wird man das natürlich im Wahlkampf diskutieren. Es gibt Parteien in Deutschland, die wollen Fracking im Bundesberggesetz regeln. Die setzen sich auch auf EU-Ebene dafür ein, dass es eine starke Novelle der UVP-Richtlinie gibt. Und mit einer anderen Bundesregierung wird man das auch durchsetzen. Inwieweit die jetzige oder dann eine zukünftige Bundesregierung tatsächlich die Bedenken aufgreift. Bei der CDU ist es mit Sicherheit sehr wahrscheinlich, dass sie das noch stärker tun wird. Ist gegeben. Ich sage jetzt mal auch, um das hier ein bisschen parteipolitischer auszurichten, mit einer FDP an der Regierung, wenn sie da nicht massiv nachbessern, muss ich dann am Ende feststellen oder einen Strich drunter machen, sagen, haben Sie die Bedenken aus der Bevölkerung, die jetzt da sind, nicht ernst genommen, wenn Sie da die Forderungen nicht entsprechend aufnehmen. Herr Kapp, Sie wollten da noch mal einen geben drauf und ich würde auch Herrn Neumann noch mal die Gelegenheit geben, ob wir da tatsächlich Nebelkerzen werfen. Ich weiß nicht, welche Frage, ich könnte wieder ins Reden kommen. Also ich teile das nicht. In dieser Form, ich meine, das ist ein bisschen sehr stark auch politisch überhöht, diese Forderung. Ich finde schon, und auch das, was Sie sagen, in Niedersachsen, natürlich, die Landesbehörde ist nicht verpflichtet, sich mit der unteren Wasserbehörde in Verbindung zu setzen. Das machen die aber regelmäßig, sowieso. Die sitzen in einem Haus. Also es ist natürlich gut, wenn wir da Gesetze haben dazu. Es ist aber kein Grund, deswegen irgendwas zu blockieren. Das in einem ist, Haus ne? sitzen ist aber Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Nein, nein, ich weiß, die arbeiten sehr gut zusammen. Also das ist nicht das Problem. Das ist mir jetzt eine wichtige Frage, weil Sie streuen hier so einen Verdacht gegenüber unseren Behörden aus, dass die sich da fangen lassen. Die sind sehr, sehr besorgt um das, was sie tun und sehr, sehr kompetenter auch. Stopp, das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich hege keinen Verdacht gegen Behörden. Das, was ich gesagt habe, ist, die Behörde muss nach geltender Rechtspraxis handeln und nach geltender Rechtslage. Und die Rechtslage ist absolut unzureichend, um die Bedenken, die es gibt, auszuschließen. Das ist der Punkt. Also, alle auf dem Tisch. Also genau das ist der Punkt, der zumindest auch mir berichtet. Ich habe also nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen können, einfach, ich hatte ja gesagt, wo das diskutiert wurde. Herr Siebeck, ich glaube nicht, dass das, was Sie behaupten, dass also die Bedenken der Bevölkerung und die Ängste, davon habe ich ja auch gesprochen vorhin, also die muss man ernst nehmen, ganz klar, mit dem etwas zu tun hat, was Sie jetzt sagen, was auch das Verfahren betrifft. Das ist meiner Ansicht nach, dient das dazu, und das mache ich es etwas schärfer, das dient dazu, das einfach auszusetzen, einfach zu verhindern, einfach auf etwas zu tun, um es zu verhindern. Und das, glaube ich, wird die Politik zumindest, wenn sie so die Diskussion auch weiterführt, wie wir sie gemacht haben. Das ist also keine Unverantwortlichkeit, das will ich also weit von mir weisen, sondern wir wollen Verfahren wirklich in fairen Maßstäben zur Geltung kommen lassen. Und ich glaube, da, was Wissenschaft getan hat und tun wird und tun kann, was man im System tun kann, Sie hatten das ja vorhin gesagt, es gibt also jetzt keinen Forschungsbedarf direkt, aber im System schon,
dass man das verantwortungsvoll tut. Und ich glaube, wir sollen hier nicht so tun, und das ist ja mit vielen, vielen Verfahren so. Also nur noch mal ein Stichwort Ketzin, CCS. Also mir hat der dortige Bürgermeister berichtet, wie dort also wirklich massiv und provokant Gruppen hingeschickt wurden, die einfach etwas aufgreifen sollten, um dann wieder damit Protest zu machen. Australier kommen nach Ketzin, ich habe mehrfach den australischen Botschafter dorthin geführt. Also ich sage mal so, warum ist es nicht möglich in diesem Land mit Technologieorientierung, mit Fortschrittsoffenheit, die wir ja doch haben und haben wollen und immer so tun, auch in Sonntagsreden, das mal wirklich in die Praxis umzusetzen. Das macht mich einfach verrückt. Ich kann es nur so sagen, dass wir versuchen dann die Ängste aufzugreifen und sie dann hinter Paragraphen, ich meine, hier steht auch Paragraph 9 und Paragraph 19 Wasserhaushaltsgesetz, da steht so viel Zeug drin. Aber wenn wir jetzt es so machen, dass wir am Ende dann die Ängste weiter schärfen und weiter verschärfen, dann glaube ich, erreichen wir nicht das Ziel. Ängste und alles ernst zu nehmen, völlig klar, aber bitte doch nicht überziehen, dass am Ende nichts mehr funktioniert. Da waren noch Fragen. Eine große Gefahr ist, dass wir zu einseitig informieren. Richtig. Am 15., nee, das haben wir heute, 28. Also, am 25. dieses Monats hat in der Berliner Zeitung ein Artikel drin gestanden über Fracking, der ausschließlich besagt hat, da ist Gift im Wasser, da ist Gift im Wasser, da ist Gift im Wasser, da ist Gift im Wasser. Das will ich nicht bewerten, das kann ich nicht bewerten, ich bin kein Fachmann. Aber es ist eine einseitige Information. Und durch diese einseitige Information werden Emotionen geschürt. Ja. Und das halte ich falsch. Ich kann mich direkt einmal anschließen. Herr Sieberg, Sie haben genau eben diese einseitige Interpretation genommen, als Sie die Ressourcen beschrieben haben und beschrieben haben, in welcher Form Hindernisgründe vorliegen, dass die überhaupt nicht gefördert werden können. Das war so einseitig, denn es gibt keinen ausschließlichen Naturschutz. Der kann auch wieder aufgehoben werden. Also ich sage das ganz einfach, weil es ganz einfach das nicht in dieser Absolutheit, wie Sie es formuliert haben, gibt. Und darüber muss man sich auch dann dabei im Klaren sein. Ich habe auch Bedenken, aber ich habe von Ihnen, von keiner Seite bisher gehört, wie das Ding überhaupt funktioniert. Es wird einfach nur pauschal gesagt, da wird was in die Erde reingedrückt und dann kommt auf der anderen Seite wieder was raus. Aber mehr habe ich nicht verstanden. Und das ist ganz einfach die Frage, die ich habe. Wie funktioniert denn das Ganze und woraus resultieren denn dann die ganzen Besorgnisse? Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Ne? Das ist noch mal kurz eine Antwort drauf, die der Herr gestellt hat, der gesagt hat, dieses Gas ist an Schiefer gebunden. Nein, das stimmt nicht. Ich habe 5 Jahre lang Chemie Nein. gehört an der Uni. Nein, es ist nicht. Es ist in Poren sorbiert und teilweise frei. Also es ist freies und es ist der Vorläufer von dem Gas, was auch in konventionellen Lagerstätten liegt. Ne? Also das reift in diesen Schichten, in diesen Schieferschichten und steigt dann nach oben auf natürliche Weise. Dann ist es meistens so in festen Sandstein drin und es sammelt sich dann über die Jahrmillionen in diesen Fallen, diesen Erdgasfallen, und dort ist es in porösen Gestein und dort reicht es, wenn man reinbohrt und dann kommt es raus. Ne? Aber das ist das Erdgas, was praktisch auf dem Weg ist in diese konventionellen, klassischen, leicht zu fördernden Erdgaslagerstätten, wobei auch dort bei den konventionellen kommen nur 30% raus. Ne? Das wird hinterher auch stimuliert, auch gefrackt, und 60% der Bohrungen in Russland werden gefrackt. In der Nordsee wird genauso praktisch mit dieser Methode, dass über bestimmte Bohrungen Salzwasser eingepresst wird, wird diese Gasfront in die Produktionsbohrung reingedrückt, und zwar mit Meereswasser. Und das ist im Prinzip auch, wird es mit Druck gemacht. Also es ist eine ganze Menge Technologie dahinter. Dieses Fracken oder dieses Erschließen von Schiefergasformationen ist erstmal nichts Besonderes. Also es geht um die Chemikalien. Ja. Alles andere ist bekannt. Die Chemikalien, die jetzt beigemengt werden zu dieser Fracking-Flüssigkeit, das ist Zitronensäure, das ist Essigsäure, das sind Biozide, wie sie auch verwendet werden, zum Beispiel in so einem Swimmingpool, damit es da nicht grün wird. Es sind Dinge, die übrigens sehr hoch verdünnt dort eingepresst werden und auf keinen Fall natürlich ins Grundwasser gelangen dürfen. Aber ich will das nicht wissen. In den USA
Das ist inzwischen nein, das ist inzwischen nicht mehr so. Also die auch ExxonMobil, gehen Sie auf die Website, die veröffentlichen sämtliche Fracking-Zusätze, sind regelmäßig, werden die jetzt veröffentlicht seit 3 Jahren. Es war lange Zeit Betriebsgeheimnis, allerdings die Behörde hat natürlich davon erfahren. Also die Behörden wussten alles. Allerdings, es ging nicht in die Öffentlichkeit und das war ein Fehler von der Industrie. Also nur, weil wir jetzt den Fehler, bestimmte Chemikalien schon in anderen Produkten verwendet zu haben, schon gemacht haben, müssen wir das ja jetzt nicht noch in Zukunft auch in anderen Technologieverfahren und Produkten tun. Also insofern jetzt so zu sagen, das gibt es alles eh schon, da kommt es auf eins mehr oder weniger auch nicht drauf an. Das finde ich ein bisschen. Nee, das ist ja nicht so. Also diese Zusätze werden sehr differenziert. Wir haben gerade gesagt, Biozide gibt es auch in Beschichtungen von Swimmingpoolen, damit da kein Algenwuchs passt. Schüttet man richtig rein. Also das ist das, was ich hier auch reinschütte. Wobei die werden auch inzwischen ersetzt. Das ist nicht das Problem. Also mir hört sich das ein bisschen zu verniedlicht an. Und wenn man andere Experten fragt, dann kriegt man auch andere Meinungen zu hören und auch in einer gewissen anderen Form artikuliert. Wie gesagt, wir haben ja nicht gesagt, wir sind dagegen, sondern wir sagen, wir wollen die Risiken erforschen oder die Bedenken aus der Welt räumen, die es gibt und die wir auch haben. Wenn die alle widerlegt werden können, dann mag es sein, dass man in der Endbewertung dazu kommt, dass diese Technologie durchaus anwendbar ist, insofern es sich unter wirtschaftlichen Aspekten denn tatsächlich lohnt. Aber wir haben ja auch schon gehört, Marktführer in der Technologie werden wir nicht mehr werden. Und deshalb stellt sich auch meines Erachtens gar nicht die Frage, müssen wir da jetzt groß Geld in die technische Entwicklung stecken, sondern wir müssen Geld in die Frage stecken, wie können wir die Risiken heben? Das Geld können wir gerne in F&E-Vorhaben zur Ressourcen- und Energieeffizienz verwenden. Da vorne war noch die ganze Zeit eine Frage gewesen, den Herrn, den will ich da nicht außen vor lassen. Ja, Sieberg, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die die Menge, die wir gewinnen können, irgendwo auf 15 Jahre begrenzt. Ist das richtig? Das technisch erschließbare Potenzial würde reichen, um unseren jetzigen Energieeinsatz für 13 Jahre komplett nur aus unkonventionellem Erdgas zu betreiben. Jetzt vergleiche ich mal die Hauptwirkung und die Nebenwirkungen, die im Beipackzettel drinstehen, was passieren kann. Nach 13 bis 15 Jahren bleiben nur noch die Nebenwirkungen übrig. Was sagen denn unsere Kinder dazu? Die bleiben auf den Nebenwirkungen sitzen. Ist das effizient? Also zu den Nebenwirkungen, mal zur Bohrpraxis. Ne? Also jede Firma, die eine Bohrung niederbringt, muss zunächst erstmal einen großen Betrag an einer Summe hinterlegen, um diese Bohrung zurückzubauen. Also jede Bohrung wird regulär zurückgebaut und dann auch, das wird auch von der Behörde kontrolliert. Das gehört mit zum Genehmigungsverfahren. Insofern natürlich darf das nicht passieren, dass wir dort Dinge zurücklassen, die nicht verantwortbar sind. Mal zu den Ressourcen. Also ich habe gesagt, ich schätze mal, es würde Sinn machen in bestimmten Szenarien. Vielleicht gibt es auch Dinge, die sich anders entwickeln, dass wir dieses Level der Eigenförderung an Erdgas in Deutschland aufrechterhalten von 10-12% des Volumens, was jährlich verbraucht wird. Also so 10-12% wird heute selber gefördert aus 700 Löchern. Das wird jedes Jahr weniger und ich schätze mal, wenn man bis auf 300 und vielleicht bis auf 1000 Löcher hochgehen würde, würde man, Schiefergas ist nicht ganz so produktiv wie die konventionellen Lagerstätten, würde man mit 1000 Löchern, würde man wahrscheinlich dieses Level halten, also 1000 produktive Löcher, Erdgasbohrungen, die produzieren. Damit, das ist ein Szenario, was auch hinsichtlich der Umweltauswirkungen handhabbar ist, denke ich mal. Und prinzipiell ist dieses Reservoir, also das wissen wir noch gar nicht genau, also was die BGA dort schreibt, sind alles Hochrechnungen. Wir brauchen einfach auch mehr Probebohrungen, um das wirklich einschätzen zu können, was da drin ist teilweise. Weil das sind alles geologische Hochrechnungen aus geologischen Modellen bis jetzt. Relativ wenig wirkliche Probebohrungen, auch relativ unbekannt ist, was da wirklich gewonnen werden kann. Also wie gesagt, da ist echt, wäre überhaupt erstmal auch Forschungsbedarf, wenn man sich damit beschäftigt, das genau rauszukriegen. Aber ich meine, das ist nicht die Frage. Ich denke mal, dass wir über eine Zeit von 25, 30 Jahren mit der Erschließung von bestimmten, mit der verantwortungsvollen Erschließung von Schiefergas
das Level der Eigenversorgung halten können. Und ich hoffe mal, dass wir bis dahin auch wesentlich weitergekommen sind in den Fragen der Energieeffizienz und in der Frage der Ablösung der fossilen Energierohstoffe insgesamt. Aber wie gesagt, das ist eine Frage des Zeithorizonts. Wir können uns das schnell überfordern. Ne? Also weil auch bei der Energieeffizienz wäre toll, wenn wir also wirklich alle Technik anwenden, um alle Häuser so zu isolieren, dass wir nicht mehr heizen müssen. Bloß dann werden die Mieten doch deutlich teurer. Also es ist nicht so leicht, das muss man ausbalancieren. Ne? Ja, Professor Neumann meint, er muss gleich gehen. Wenn noch eine Frage an ihn vielleicht auch ist, dann ihn gerne. Oder nicht, weil die Diskussion ist spannend. Ich habe morgen in Düsseldorf einen Vortrag und ich muss halt den Flieger heute Abend noch nehmen von Tegel. Deshalb. Aber wie gesagt, ich bin gern bis um 7:30, so war es ja auch geplant hier. Ne, das, okay. Wenn noch Fragen, Sie hatten noch eine Frage. Noch eine Frage an Herrn Sieberg. Sie sagten ja, dass Sie die Technologie gerne kennenlernen möchten, genau. Mit all ihren Risiken. Warum setzen Sie sich denn nicht gemeinsam mit den Kollegen am Podium dafür ein, dass wir an ausgewählten Standorten bald damit beginnen, damit wir auch eine Einschätzung vornehmen können, bezogen auf Deutschland und nicht auf die USA? Das kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar insofern, dass wir uns ja dafür einsetzen, weil wir ein Positionspapier verabschiedet haben, das wir mit den Parteien natürlich im Bundestag auch diskutieren und was wir auch im Zuge der Novellierung dieser beiden Gesetzesvorhaben mit den Akteuren diskutieren. Und insofern kann ich mir da jetzt wenig vorwerfen, zumindest von Bundesverbandsseite. Sie kennen ja vielleicht selber, wenn Sie in einem Verein sind, der ein bisschen größer ist. Es gibt natürlich auch NABU-Kreis- und Ortsgruppen, die das ein bisschen anders sehen als das NABU-Präsidium. Andere Umweltverbände wiederum sehen es auch anders. Und dann kriegt man natürlich zum Teil auch andere Reaktionen. Aber ich mache mir da jetzt keinen Vorwurf, weil genau das tun wir. Das steht in unserer Position, die vertrete ich. Die bringe ich an die Politik, die diskutiere ich mit Wissenschaftlern und deshalb haben wir gesagt, wir wollen diese Risiken erforschen in einigen wenigen Geosystemen, die repräsentativ sind, wo sich eine Erschließung tatsächlich auch lohnt und dann klären wir diese Fragen, die der SRU und das UBA aufgeworfen hat und dann können wir auf dieser Grundlage zu einer neuen Bewertung kommen, am besten in einem vorher festgelegten Verfahren, das fair und transparent Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Unternehmen mit einbindet. Und dann kann man so einen gesellschaftsfähigen Kompromiss finden, der dann vielleicht auch parteiübergreifend oder fraktionsübergreifend im Bundestag zu einer Verabschiedung kommen kann. Haben Sie dafür auch einen Zeitplan? Also setzen Sie sich auch dafür ein, dass das bald geschieht? Also ich hatte ja schon gesagt, dass die jetzige Rechtslage und Rechtspraxis nicht in unserem Interesse ist, weil jetzt immer noch Unternehmen sich Gebiete claimen und Erkundungsvorhaben genehmigt werden. Ja, das mag bei dem einen oder anderen Unternehmen jetzt gerade nicht der Fall sein, weil sie auch die Rechtsunsicherheit fürchten, aber sie können es nach derzeitiger Rechtslage. Deshalb sind wir daran interessiert, dass so schnell wie möglich diese Rechtslage verändert wird und das umfasst neben der Novelle der beiden genannten Gesetze auch die Novelle des Bundesberggesetzes. Also es gibt da sicherlich Unterschiede zwischen den Parteien auch und ich meine, wir haben das ja im Rahmen dieser Diskussion jetzt festgestellt. Also wir sind offen für diese also für neue Technologien an der Stelle. Sie haben es ja gesagt, die vielen Fragestellungen, die Sie ja selbst definiert haben, müssen ja beantwortet werden. Das ist ja letztendlich dann wahrscheinlich nur in Verfahren möglich. Und dann muss man die Frage stellen, und Herr Siebrecht, die stelle ich auch nochmal an der Stelle, dass Sie nochmal auch nachdenken, auch in Ihren Reihen, was denn an den Forderungen, die Sie haben, und ich habe die ganze Liste, das will ich gar nicht vorlesen, was da alles so an Ideen kam, was trägt das dazu bei, die Sicherheit und die Bedenken tatsächlich auszuräumen? Das erschließt sich mir nicht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was wir haben, das Verfahren ermöglichen würde. Die Grenzen und die Grenzwerte sind unendlich hoch. Und dann am Ende, wenn Sie dann von vorher, die haben vorhin gerade gesagt, Sie wollen dann nur Verfahren zulassen, die sich dann auch lohnen. Woher wissen Sie denn das? Warum nehmen Sie denn das vorweg, dass sich das lohnt? Unternehmen machen das nur, wenn sie sicherlich dann am Ende etwas sich überlegen. Die können doch nicht von vornherein sagen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Das ist doch nicht unsere Sache, auch nicht die Sache der Politik, das vorher festzulegen. Ich muss nochmal eine richtige Klarstellung machen mit diesem Claimen. Was machen da Firmen? Die Firmen erwerben
sogenannte Erkundungslizenzen, keine Produktionslizenzen, ne? Und sind damit verpflichtet, in diesem Gebiet für die Erkundung zu investieren, in Größenordnung, einige Millionen müssen die investieren, kriegen aber keine Bohrung praktisch bewilligt, weil da so viele Bedenken sind. Deswegen geben auch einige Firmen ganz schlicht und einfach, weil sie nicht handlungsfähig sind, aus Zwang diese Lizenzen zurück, weil sie im Prinzip, das ist eine Pflicht, wenn man Erkundungslizenzen hat, dass man dort auch erkundet. Die haben noch lange nicht die Lizenz zur Produktion. Ich meine, letzten Endes hat man natürlich eine Option, dann auch eine Produktionslizenz zu erwerben, aber auch das ist nochmal wieder ein Behördenvorgang, dieser Erwerb von auch Produktionslizenzen. Also das ist schon noch ein ganzer Weg dazwischen. Also insofern ist es auch klar, dass jetzt noch gar nicht genau, man gar nicht weiß, was können wir da rausholen, weil diese, also auch die politische Situation so ist, dass sich keine Behörde jetzt traut, eine Probebohrung zu genehmigen, einfach weil die sofort Angst haben, dass da massenhaft ein Sturm losbricht. Ne? Also was sind denn jetzt Erkundungsvorhaben anderes als Probebohrungen? Keine Gewinnungsvorhaben in Deutschland. Also was mache ich da bei Erkundungsvorhaben darf 500.000 Kubikmeter unkonventionelles Erdgas gefördert werden. Bei der Erkundung, Erkundung, also, und das nur ist die reine Erkundung, da hole ich Bohrkerne erstmal. Ich hole nur Bohrkerne, und ich mache eine seismische Untersuchung von der Oberfläche. Sehr nahe kommt. Was? Es werden weiter Erkundungsvorhaben in Deutschland genehmigt in dieser Größenordnung nach der jetzigen Rechtslage. Deshalb sagen wir ein Moratorium für diese Erkundungsvorhabenpraxis, damit man die Risiken, die Fragen erst klärt und diese Rechtspraxis erstmal nicht weiter fortgesetzt wird, weil auch in dieser Größenordnung schon Bohrlöcher entstehen und gefrackt wird und da Chemikalien in den Boden hineinkommen, auch bei dieser Erkundung. Bei der Erkundung hole ich zunächst erstmal Bohrkerne. Nochmal eine Verständnisfrage, Herr Sieber. Wie kann man denn eine Technologie erkunden, wenn man sie nicht erkunden darf? Also erstmal Erkundungsbohrung, überhaupt Erkundungsaktivitäten, die sind ja sehr vielfältig. Da wird zum Beispiel auch eine Seismik gemacht, da werden alte Bohrungen ausgewertet, da werden auch Bohrkerne untersucht hinsichtlich der verschiedenen geologischen Eigenschaften. Und dann wird eine Erkundungsbohrung in diese Formation abgeteuft. Und aus dieser konkreten Formation holt man dann Bohrkerne, die werden im Labor untersucht, zunächst erstmal auf ihre mechanischen Eigenschaften. Nachdem man die kennt, wird ein Probefrack gemacht. Das heißt, mit anderen Worten, in dem Augenblick wird, übrigens noch nicht mit Bioziden oder so ähnlich, weil der Probefrack geht nur auf die rein mechanischen Eigenschaften dieser Formation. Ist die überhaupt aufschließbar? Also es sind im Prinzip alles erstmal Erkundungsvorarbeiten, zu denen eine Firma verpflichtet ist, wenn sie Erkundungslizenzen erworben hat. Sie fördert in diesem Augenblick noch nicht, das müsste nämlich extra bewilligt werden. Aber es fließt Gas in einem gewissen Umfang, darf es. Und den habe ich gerade ja genannt. Wird es aber nicht, weil bevor ich die Formation nicht kenne, werde ich keine Produktionsbohrung öffnen. Die ist nämlich meistens ganz anders konfiguriert, wesentlich größer und mit ganz anderer Technik dann schließlich auch ausgerüstet. Und diese Bohrungen müssen auch wieder zugemacht werden. Ja, natürlich. Wir wussten. Die werden rückgebaut. Ja. Also es sei denn, sie werden weiter bewirtschaftet oder sie müssen rückgebaut werden. Also das ist auch ein Behördenvorgang, wo jeder Schritt einzeln, also kann man auch nicht einfach reinschütten und dann sagt, komm, guckt nach. Ne? Jeder Schritt wird also einzeln kontrolliert, geprüft, wie das gemacht wurde. Da gibt es auch sehr harte Durchgriffe der Behörde, wenn da Fehler gemacht werden. Es werden Fehler gemacht, auf jeden Fall, wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber wie gesagt, das ist eben wirklich eine Sache, dass das immer besser funktioniert und insgesamt, denke ich mal, kann man sich heute eigentlich ziemlich gut auf unsere Behörden da verlassen.
Also gestatten Sie mir vielleicht noch einen Satz, weil ich jetzt tatsächlich dann zum Flieger müsste. Also ich finde gut, dass Sie da sind, dass wir über das Thema diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass man das Interesse wirklich in der Bevölkerung auch bekommt, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Und ich hätte gerne eine Diskussion auf Augenhöhe, dass man dann auch verständlich diskutiert. Und in dem Sinne, glaube ich, sollten wir technologieoffen sein. Und das ist der Wunsch, den ich habe, den wir auch politisch befördern. Und ich glaube schon, dann kommen wir ein Stück weiter, weil wir uns dann wirklich ein Stück weit weg aus der Politik verabschieden können, die dann uns immer wieder von Ängsten und von irgendwelchen Beschränkungen, bevor wir es wissen. Das ist ja genau der Punkt, nicht? Und das ist wäre für mich der Wunsch. Und in dem Sinne, wie gesagt, ist jetzt keine Flucht aus der Diskussion. Verstehen Sie das bitte richtig. Und ich bin dann gern bereit, bei anderen Gelegenheiten mich dann wieder zu dem Thema zu äußern. Und also in dem Sinne, vielen Dank und schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen.